Recht herzlich willkommen zur 164. Folge von Towns. Ja, der Michael hatte geschrieben, dass wir das doch mal so machen sollen, dass wir diese Wegpunkt hier einfach wegsetzen. Und das auch. Und dann können die hier rausgehen. Und wenn die raus sind, dann machen wir diese Tür zu. Der läuft jetzt ja immer noch lang, oder was? Na, die weiß jetzt nicht, was er tun soll, ne? Oder hat noch keinen Befehl gekriegt, wegzulaufen. Dann machen wir doch mal hier einen Kontrollpunkt hin, dann läuft die doch dahin, oder? Genau so ist es. So, dann können wir hier Lockwooden Door machen. Und doppelte Sicherheit machen wir da auch. Und hier machen wir Unlock und Open. Und da machen wir das auch. So, dann können da ein paar rein und wir kümmern uns so ein bisschen um was anderes und gucken nachher, wie es so geworden ist. Wissen wir ja noch nicht, ne? So. Hier sind wir oben. Getreide kann hier gemacht werden. Wie sieht es überhaupt hier außen aus? Da ist immer noch nichts passiert. Ja, das ist blöd, aber ist so. Wofür sind diese eigentlich gut? Misk? Nö. Steine? Ja. Sind erlaubt, ne? Aber liegt nicht einer drin, ne? Das ist das Komische. Und hier? Ist das da das gleiche? Ja, wir haben keine Träger, ne? Das ist das nächste dann, okay. Aber da ist jemand, der bringt das jetzt rein. Vielleicht war das so ein toller Bug wieder. Ja, sieht so aus, als ob es jetzt laufen könnte. Ich weiß jetzt nur nicht, ob diese Person das macht. Und weiterhin macht. Und die nächste Frage ist, wo holt die wieder die Steine? Ne? Wie man sieht, sind die ja alle irgendwann unterwegs mal fallen gelassen worden. Ne? Dieses Lager ist auch fast zu. Naja, okay. Schauen wir mal gerade mal Essen, was da so angesagt ist. Ja, 12 Brote, 14 Äpfel, 12 Birnen. Läuft, ne? Verhungern muss ja keiner. Was macht die Happiness? 56 von 80. 6 Soldaten haben wir noch dabei und 7 Helden. Hier wird schön geerntet, das läuft. Hier passiert nichts. Was macht diese Person da? Ist ein Erntehelfer, der draußen rumsteht. Okay. Ja, ist so. Ja. Lassen wir dann erstmal. Er hat wohl nichts zu tun. Ist glücklich und zufrieden da am Rumstehen und macht nichts. Naja. So, wieder einen Stein reingelegt. Ja, okay, läuft auf jeden Fall, ne? So, hier läuft es irgendwie nicht. Dick. 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 Das ist mein. Machen wir da mal. Na, das geht da nicht, oder was? Achso, wir sind zu hoch, ne? Dann machen wir da nochmal mein. Und wir machen das so. Und die anderen sind gedeckt, ne? Gucken, was geht oder was nicht geht. Vorne mein, hinten dick. Gut. Hier liegen 2 Steine schon dran. Wow. Können noch einen Tacken schneller laufen lassen eigentlich. Hier sieht's eigentlich ganz nett aus. Treppenhaus funktioniert irgendwie, oder? Aber das ist ja erstmal 3, 6, 9, 10 haben wir hier. Wir haben nur 7, also haben wir auch noch Überschuss da. Wenn, dann wäre es hier, aber da genug kaputt gegangen sind, brauchen wir da auch nicht gucken, ne? Hier ist die Mauer komplett zweistufig, ist sie da oben auch schon so. Haben wir doch hier auch noch eine gebaut, ne? Ja, ach, um die Ecke haben wir auch noch was gemacht. Dann würde ich jetzt einfach sagen, lass uns da noch ein paar Steine draufsetzen.
Können auf der anderen Seite auch hochgehen. Machen wir erstmal das. Hier passiert jetzt nichts sonst. Ja, Essen sind reichlich da, die das machen. Vielleicht sollten wir die Gruppen ändern. Also ich glaube, hier gehen wir rein und verschieben erstmal einen in die Gruppe Träger. Jetzt ist der hier raus, ne? Komm, machen wir da hin. Und jetzt haben wir einen Holzfäller irgendwo noch rumlaufen. Wo ist der? Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Holz, na doch, komm. Ich möchte noch einen Träger. So, da sind 20, da sind 21. Das bedeutet, hier kommt auch noch einer zu den Trägern. Dann passt das besser. Dann haben wir ein paar Träger wenigstens. Wie sieht das hier aus? Kann ja sein, dass wir eben nicht 56 hatten. Wo ist der gestorben? Wieso ist der da rein? Oder ist das noch von vorher? Auf jeden Fall sind hier jetzt ein paar mehr drinne. Close and lock floor gate. Close and lock floor gate. So, das bedeutet, hier ist ja unser Marker. Wir machen erstmal unlock und open door. Und machen jetzt hier at patrol point. At patrol, achso, wir mussten das noch so machen, ja. Jetzt nehmen wir den weg. Und jetzt haben wir hier nur zwei. Das ist mir zu wenig. Von den sechsen sollten ein paar mehr da sein. Komm, wir machen mal hier noch einen hin. Nee, das sind drei sogar. Okay. Schön, wenn noch eine vierte Person dabei wäre. Okay, da ist jetzt Schichtwechsel wohl. Ja. Unlock Wooden Door machen wir schon mal. Und Close the Door. So, und jetzt machen wir mal Lock Wooden Door. Und da kommt jetzt ein Händler gerade. Auch sehr schön. So, jetzt mal 1, 2, 3. Jetzt schicken wir die 3 mal hier hin, oder? At Patrol Point. Südwest. So, jetzt alle drei da. Oh, gleich 3 gegen 3. Naja, aber es geht wohl. Jetzt sind es nur noch 2. Ja, hat funktioniert. Also die Technik läuft. Jetzt müssen wir nur da den wieder wegnehmen. Den nehmen wir, glaube ich, auch weg. Ah, jetzt haben wir hier aus Versehen einen mehr gesetzt. Nee, warte mal, jetzt müssen wir das nochmal machen. Rechtsklick und dann Remove. Und Rechtsklick und Remove. So. Und jetzt haben die hier noch einen. Ach so, der Händler ist jetzt da. Der bringt uns das und er möchte das hier zum Beispiel. So, warte mal, das mal weg. Ach so. Nee, das waren dann noch zu viele. Shift-Taste. Gib ihm mal 50 davon mit. Und wir brauchen Schuhe, glaube ich, immer. Hat er sonst noch was Wichtiges im Angebot? Oh, hier diesen tollen Stab, ne? Damage, wer weiß wie viel. Knochen könnte der alle haben, ne? Das andere sollte man ihm auch geben, ruhig. Ne, die nicht. Macht er nicht dafür, ne? Dafür auch nicht. Ist einfach zu viel, zu teuer. Dann geht das leider nicht.
Dann können wir das alles wegmachen. Und hier. Geben wir ihm das mit und das ist alles gut. Und wir kaufen. Achso, hier muss ich hin. Nur noch die Schuhe dann. Und da waren sie alle, ja. Und dann macht das. Gut. Dann weiterlaufen lassen, dann sind die beschäftigt. Gut, jetzt gehen wir wieder runter und gucken hier nochmal. Ja, die sitzen jetzt da. Und die kriegen jetzt einen Punkt da. Dann können sie den angreifen. Und dann können wir in der Zeit den wieder wegmachen. Und machen jetzt mal da einen hin. Dann laufen die darüber und greifen den an und den an und das funktioniert wunderbar. So, da removen wir den und da removen wir auch. Das hat jetzt nicht geklappt. So, jetzt ist hier keiner mehr drin. Doch, da noch einer. Komm, helf dem mal gerade. So, und jetzt müssen wir aber hier schnell die Tür aufmachen. Damit die da durch können, weil die haben Hunger. Wie man eben gesehen hat. So, das ist jetzt wieder ein Remove. Und dann machen wir hier einen hin. Ne, Add und den da oben. Dann sollte diese Person da gleich hinlaufen, wenn dann hier jetzt die Pause raus ist. Irgendwo ist jetzt ein Grund da, dass das ein Angriff. Okay. Nicht wichtig. Entschuldigung. So, dann haben wir das soweit geschafft. Okay, jetzt wird hier noch jemand beerdigt, wie wir gerade sehen. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Können die erstmal gucken, was da so Sache ist. Den Marker haben wir weg. Ja. Die sind jetzt da beschäftigt. Das bedeutet, wir machen hier wieder zu. Lock. Lock. Und dann machen wir Unlock and Open. Unlock and Open. Und jetzt nur die Frage, ob die weniger werden auf Dauer. Ne? Das ist das Schwierige wahrscheinlich. Gut, dann haben wir das aber soweit, glaube ich, geklärt erstmal. Ja. Spiel. Ist schon wieder in Pause? Nein. Okay, und wir haben auch noch drei Leute dazu bekommen. Dann wollen wir die gleich aus. Ne, vier sogar. Okay. Dann sollen die sich mal was zum Anziehen holen. Edmund ist da. Bryce, Duke und Isolde. Gut. Läuft, oder? Wie weit ist der Händler? Okay, der kriegt noch 90 Knochen, dann geht's ihm auch gut. Alles klar. Ich will hoffen, dass die Knochen jetzt nicht da sind, wo gesperrt ist, ne? Hier sind ein paar Steine mehr hingekommen, das ist auch schon okay. Lass nochmal reingucken. Ah, das bedeutet, wir haben hier noch einen neuen Träger. Die drei müssen sich noch Klamotten holen. Einen Helm hat diese Person schon. Gucken, dass die nochmal was anziehen. Ja, da ist schon eine zweite Sache. Noch eins und dann würde ich sagen, können wir den auch schon einteilen, ne? Da oben ist ein Helm dazugekommen. Unten auch. Und was sind die anderen Sachen, die die kriegen? Gute Frage, ne? Da wird gerade auch was gebaut. In blauen Kugeln. Eine Waffe wäre nicht schlecht, ne?
Okay, dann Hose und Dingens und ab zu den Trägern. Waffe auch schon in der Hand. Geil. So, jetzt sind die beiden noch über. Ja. Gut, aber ich würde sagen, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.